So, dann spielen wir mal Elden Ring weiter, damit wir das mal abschließen können. Zumindest, also ich werde jetzt nicht noch den ganzen Zusatzkram machen, bin ich early. Ich will nur, dass man mal das Ende sieht. Damit wir da zumindest einen kleinen Haken hintermachen können. Ja. Toonstruck ist jetzt vorbei. Wenn ihr dieses Video hier seht. Und jetzt bin ich auf der Suche nach dem nächsten Spiel, das mich ein bisschen fesseln könnte. Lord of the Fallen würde mich reizen, Lies of Pi würde mich reizen, aber das ist was, weiß ich nicht, ob ich es aufnehmen wollen würde. Weiß ich nicht. Will wahrscheinlich auch keiner so wirklich sehen. Ich glaube, wir waren hier vor diesem lustigen Drachen, wo ich 50 Mal den Kopf gegengehauen habe und es nicht geschafft habe. Eigentlich weiß ich jetzt gar nicht. Tisch hatten wir noch nicht, nee. Also hatten wir schon, aber wir haben sie noch nicht freigeschaltet, sodass wir sie benutzen können. Da wir nicht genug FP haben, I guess. Oder hatten wir mittlerweile genug FP? Doch, wir hatten doch mittlerweile Tisch, oder? Ne, hatten wir nicht. Hatten wir doch? Hatten wir nicht. Hatten wir doch? Hatten wir nicht. Hatten wir oder hatten wir nicht? Also konnten wir oder konnten wir nicht? Wie viel haben wir denn? 163. Doch, wir können die locker beschwören, hä? Warum haben wir die denn nicht drin? Jetzt bin ich verwirrt. Warum? Ach doch, haben wir. Aber ich habe keinen Mana. Ich habe nicht genug Mana. Aber jetzt mal wirklich, warum? Haben wir es dann nicht geschafft? Ich glaube, die ist immer draufgegangen, bevor es losging. Haben wir es doch mittlerweile geschafft? Hier war doch der Drache, oder nicht? Ich glaube, wir haben es mittlerweile geschafft. Ist ja jetzt peinlich, ne? Ich muss mir mal immer die letzten Videos an. Das ist halt schon ewig jetzt her, seit ich Elden Ring weiterspielen konnte. Haben wir den tatsächlich geschafft? Ich glaube es ja nicht. Auch gut. Dann haben wir den wohl geschafft. Mensch. Ja, aber was wir eigentlich machen müssen, damit wir... Gott, bin ich jetzt erschrocken. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Drache oder so. Das machst du alleine, oder? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Oh Gott, die hatten hier was funktioniert. Weil wenn wir jetzt Tisch haben, dann können wir auch den Riesen nochmal probieren. Ist ein bisschen laut, ne? Abisau? Hätten wir auch so machen können, aber wir haben ja voll auf die Fräse bekommen. Und ganz ehrlich, ja. Oh Gott, da ist ja noch einer hinter mir. Das kann ich schon sehen, ne? Gehen wir da vorne hin, warte. So, der hat mich. Ich sterbe an so einem Gummel, Dude. Ist mir ja noch nie passiert. Oh, der frisst sein auch noch. Oh Mann. Da kommt direkt der innere Goofy raus. Oh Mann. Das ist jetzt peinlich gewesen. Tun wir mal so, als wüsste ich gerade, wo wir sind. Habe ich hoffentlich meine Runen schon alle ausgegeben, die wichtig waren. Warum ist eigentlich das Schwert ausgedingsbumst? Können wir es nicht benutzen? Warum haben wir die Werte nicht dafür? But why? Und laufe ich in die falsche Richtung? Scheint fast so, ne? Aber hä? Was braucht das denn bitte? Oh. Aber dafür sieht's cool aus. Ja, dann brauchen wir es auch nicht anziehen, wenn wir es eh nicht benutzen können. Aber warum hatte ich es dann an? Es ist alles so verwirrend. Ich sag's euch, macht nie lange Pausen zwischen irgendwelchen Gameplays.
Da unten ist auch der Partytrupp. Hoffentlich laufe ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung. Kann man nicht einfach hinporten? Ich bin so verwirrt. Warte, das ist ja so ein Drache. Wait. Achso. Dachte schon. Das ist aber ne. Ich dachte schon. Es ist alles so verwirrend. Oh Mann. Warum bist du hier direkt am Eingang? Ist ja schon belastend. Aber es waren, glaube ich, nur so 9000 Runen oder so, ne? Ja, Kleinvieh mit Promis. Oh! Ja, nicht ganz, ne? War ein paar mehr. Aber schön. Dann reiten wir mal ein bisschen hier aus dem Weg. So, eigentlich wollte ich ja noch Melania und so machen, ne? Aber pfiuh. Können wir noch nachreichen, aber ich würde, wie gesagt, erstmal das Ende erreichen. Falls wir es überhaupt erreichen. Im Moment sehe ich mit meinem Skill-Level da nicht so viele Chancen. Hier müsste es sein, ne? Aber, ja. Das wird schon. Wenn er uns nicht wieder one-hittet, wie die letzten 30 Male, dann sehe ich da, bin ich da voller Hoffnung. Haben wir denn überhaupt? Ja, haben wir. Ja. Wäre vielleicht gut gewesen, erstmal ein paar Kämpfe so zu machen, aber ja. Warum nicht gleich in die Vollen gehen, nicht wahr? Früher konnte man ihn, glaube ich, auch von hier draußen einfach wegsnipen, aber das geht jetzt nicht mehr. Allgemein konnte man ihn durch verschiedenste Formen und Farben cheesen, aber warte mal, können wir vielleicht unsere Runen ausgeben? Ist ja schon ein bisschen... Ist ja jetzt dumm, jetzt bin ich extra dahin gelaufen. Sieht man, wie viel man für Level Up braucht? Ja, komm, egal. Das wird schon. Wir machen den First Try. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe ja gar keine Denken. Irgendwann fällt mir auch die Steuerung wieder ein. Welche Taste? Okay. Das ist halt gar kein Problem. Reiten da jetzt hin. Wo ist Tisch? Ist schon auf dem Weg? Ist schon dabei? Ja, okay. So, Junge. Oh Gott. Der tötet unser Pony, ich sehe es schon. Bitte. Oh Gott. Ja. Irgendwie, ne? Vielleicht müssen wir einfach direkt hin. Direkt hin und auf die Boden. Ich tue was. Bitte. Oh Gott. Hä, hey, wer hat, die hat denn uns da gegrillt, weil es ein Rohr war? Wer hat denn uns da gerade getroffen? Wild. Oh Gott. Einfach wild. Oh nein, er macht was. Oh Gott, ich wusste es. Ich hab's gesagt, oder? Sehr gut, befasst dich mit ihr. Aber lass sie leben, bitte. Ich brauch die. Oh, siehst du, triffst du ja nicht mehr, Lusa. Triffst du ihn eigentlich auch mal oder wie läuft das hier? Muss ich ja alles alleine machen. Aua. Immer so Fußpflege. Oh, jetzt haben wir da irgendwas abgehauen. Oh, ich glaube, wir müssen da diese Fußfesseln abmachen. Sehr gut, ich kenne mich noch voll aus. Oh, er macht was. Wenn er was macht, ist es nicht gut. Kannst du das mal lassen, bitte? Kannst du dir selber den Fuß abfackeln? Genau, die ich hab das noch. Oh Gott, was denn jetzt? Oh nein. Hey,
bin gerade hingelaufen. Opa. Jetzt müsste hier doch mehr Schaden geben, oder? Immerhin hat er jetzt da keinen Schutz mehr. An seinem Fuß, nein! Oh, was war das? Fast gestorben hier. Lepra. Toll. Hättest doch sagen können, dass das so Dingsbänder sind. So Stabilisatorenbänder da, diese komischen Klebedinger da. Ich finde halt so creepy, dass der Mund... Ja, es tut mir leid. Oh Gott, bitte tu es nicht, nein! Warum? Das war doch jetzt unnötig, oder? Das ist jetzt, weil du hier... Ist es so ein Messmer-Ding? Wie hieß der Typ, der da auf den Berg gekraxelt ist und dem der Fuß abgefallen? Hier, Frostbrand. Okay. Der Typ fackelt nicht lange. Wir sind auf jeden Fall sehr schnell, sehr viel weiter gekommen als bei den ersten Tries, oder? Sauron. Das... Sodbrennen. Ich habe mich immer gefragt, wie man es visualisieren kann, aber so kann man gut Sodbrennen beschreiben. Oh Gott, bist du fast tot? Nein. Warum? Ah. Du lebst ja noch. Tisch, tu was. Normalerweise hättest du ihn schon wegflexen müssen. Habe ich die. Oh Gott. Oh ja, oh, der Tisch, das machst du super. Soll ich einfach hier hinten warten? Warte mal, ich warte mal hinten, ja? Wobei, als Team ist, glaube ich, besser. Warte, ich komme mal. Komm schon. Wir haben mich fast geschafft. Ja. Mädchen, du bist... Oh Gott. Du bist klasse. So gut, dass wir dich geholt haben. Ja. Easy. Also. Quasi First Try. Hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ehrlich. Sie ist direkt despawned. Die hat sich direkt gedacht, hier so... Jo, unseren. Ruf mich nie wieder. Oh, Banane, das ging jetzt schnell. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich. Ja, dann kann ich ja jetzt wieder ein paar Monate Pause machen. Bis dann. Tüdel mit Was willst du denn hier? Achso. Ich kann dir sagen, so funktioniert das nicht. Nee. So zwei Zahnstocherle. Ja, wobei, Lego tut auch weh. Lego wäre Maßnahme gewesen, ne? Okay, jetzt müssen wir, schätze ich mal, da zu dem Dings da. Warte. Achso, ja, können wir machen. Das ist jetzt cool. Das war das Symbol dafür, dass man eine Purpur-Tränen-Dingsbums McFly braucht, um Torrent wieder zu beleben. Ich wollte gerade Spot sagen. Der Kuri guckt im Moment hier... Nein, sie hat geguckt hier von Gronkh. Mit Sedwick und so. Whispered World. Und da gab es ein kleines Lebewesen, das Spot hieß. Und das wollte ich gerade auch sagen, weil halt... Hallo? Oh Gott. Und jetzt hier rein, oder was? Vielleicht gehen wir mal lieber dann... Müssen wir jetzt hier rein, oder? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Oh, guck mal, wie viele Runen wir haben. Oh, gab's da einen Spot? Gab's da einen Port? Gab's da was? Von Ratiofarm? Habe ich was für... Ich gehe nochmal kurz runter. Normalerweise gibt's ja immer, wenn man jemanden Bossiges killt. Oh Gott. Dann gibt es ja da meistens eine Gnade. So heißen die hier. Eine Gnade. Ja, übrigens, Plan war so ein bisschen, entweder, weil ja immer alle sagen, weil ich immer frage, so, was soll ich denn spielen? Also, ne? Ich will ja was spielen, was mir Spaß macht und was aber auch interessant ist anzugucken, weil sonst brauche ich es nicht hochladen. Und dann dachte ich mir, wäre ja was Horrormäßiges ganz witzig.
Auch wenn ich jetzt so Wimmelbildpointing klicke und so ein bisschen, ne? Ist ja auch cool. Aber dachte mir was Horrorspielmäßiges. Und es gibt ja ein wenig Horror-Point-and-Click oder keine Ahnung was. Gibt es überhaupt welche? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, Amnesia habe ich noch nie durchgespielt, den ersten Teil. Also ich habe noch gar keinen Teil davon durchgespielt. Deswegen wäre das vielleicht eine Maßnahme. Ich glaube, hier ist nichts zum Gnaden. Ich würde aber gerne meine Sachen ausgeben, bevor ich mich da jetzt irgendwie in den Nesseln setze. Ich gehe aber jetzt nicht raus. Dann gehe ich halt wieder rein. Auf jeden Fall dachte ich Amnesia. Oder weil immer alles, ich bin doch Outlast. Das wäre halt eine Idee, ne? Habe ich auch. Ja, mal geholt, mal angefangen. Und dann, als es in den Keller ging... Ah, da ist was. Als es in den Keller ging, den Schwanz eingezogen und abgebrochen. Aber mittlerweile bin ich da, glaube ich, nicht mehr ganz so. Also ich weiß halt nicht, ob es nur auf Phasmo gemünzt ist. Aber mittlerweile bin ich da nicht mehr ganz so... Oh mein Gott, es ist alles so gruselig. Wobei eigentlich schon, aber ich erschrecke mich noch nicht mehr so krass. Was wollten wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Sollen wir ein bisschen Glaube und Geschick machen, damit wir... Glaube. War das Glaube und Geschick mit dem Dings? Oder war es Weisheit? Sollen wir mal gucken? Ist das Schwert ein Garant dafür, dass das andere Schwert dann auch funktioniert? Weil es gibt ja noch ein Schwert vom Spoilertown McFly. Und das Geschick und Glaube, ja. 28 Glaube. Und das ist richtig geil. Und das hätte ich gerne zum Farmen und so. Und wäre cool, wenn wir da ja schon mal in die Richtung gehen können. Dann machen wir einfach jetzt zwei Glaube hier rein, weil halt... Und dann easy. Auf jeden Fall 50-50 Amnesia Outlast oder was ganz anderes. Kann auch sein, dass ich erst noch was anderes hier raushol. Mich hätte zum Beispiel auch Blacktail interessiert, wie es weitergeht. Das mit der Hexe aus der First Person Perspective. Aber das hat halt kein Schwein geguckt. Also legit, es hat halt keiner geguckt. Keiner. Hätte sich meine Mutter nicht erbarmt, hätte es keiner geguckt. Es ist halt schon krass. Deswegen. Aber ich kann es ja auch so durchspielen und nicht, ne? Aber ich hasse es halt eigentlich so viel anzufangen und nicht fertig zu spielen. Deswegen sind wir ja gerade hier. Aber ja, schauen wir mal. Ja, wir gehen jetzt mal kurz. Ich traue mich da nicht runter zu sliden. Wir gehen doch dann einfach drauf, oder nicht? Ich meine, hier Elden Ring ist ja nicht gerade so ein... Ich habe einen Gleiter und kann mich aus 50 Kilometern... Ah, da ist eine Gnade. Okay. Siehst du, wäre ich vorhin einfach weitergeritten. Eigentlich wollte ich ja stattdessen auch das Frenzied Flame-Gedöns machen, ne? Das Problem ist, hier kann man ja keine verschiedenen Spielstände machen, ne? Wo war das jetzt hier nochmal? Konnte man gar nicht? Ist das automatisch gespeichert, ne? Warum steht denn das jetzt schon wieder auf 12k, ey? Naja, ist ja nicht wirklich, aber... Kein Wunder, dass die Kamera dann immer stirbt. Naja. Der ist auch interessant gesetzt, der Spot da. Ja, komm, dann bringen wir sie nochmal um. Ich weiß ja jetzt leider schon, was passiert. Ich hätte gerne mal hier, ne, ein anderes Ende gehabt. Machen wir dann noch. Mache ich New Game Plus, zack. Müsst ihr nicht alles sehen. Mache ich New Game Plus, circa an die Stelle. Mal nehmen vor den Sachen, die vielleicht interessant sind. Wie Millennia und so. Die Handschuhe sind ja krass. Das sollte ja so ein Nahkampfbild machen. Also halt so mit Fäusten. Und dann machen wir die anderen Enden. Ich habe lange observiert, die Länder zwischen. Diese Welt ist in dire need of repair und Tod. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Immer. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Mit dem Outfit ist es doch eher kalt hier, ne? Naja, der Mantel ist schon. Dass ihr mal aufs Haupt legen sagt. Aufs Haupt wäre es für mich der Kopf. Die hat auch schon viel mitgemacht. Toll. Die hat sie uns umgebracht. Den Lebenssaft ausgesaugt. Vielleicht hat sie uns auch bewusstlos gemacht, damit wir sie nicht aufhalten können.
So wie ihre Hände aussehen, hat sie das schon mal gemacht oder schon mal ausprobiert, glaube ich. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. Mach's gut. Ja, das war's mit ihr. Habe ich schon wieder vergessen. Das Problem ist, ich dachte die ganze Zeit, ist jetzt easy. Zünden den Baum an, dann gehen wir wieder hin, dann kommen wir rein. Bam. Aber in Wirklichkeit fehlt uns noch eine entscheidende Sache. Und das... Nein, da hinzukommen ist nicht so simpel. Ja, huch, wo ist denn unser Kessel hin? Die Melina ist jetzt leider ein Kesselchip. Aber... Ja. Ich glaube, das hier ist eigentlich Vergangenheitskram. Weil ich mir gar nicht sicher bin. Ich meine, es sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich hier runter dann. Ist hier dann noch irgendwas? Ich weiß ja doch nicht, ob ich jetzt wirklich alles durchspeeden soll. War jetzt überhaupt möglich, weil, ne? Ich bin ja jetzt nicht der begnadendste Elden Ring-Spieler. Oder der begnadetste. Aber, ja. Wir schauen einfach mal, wo uns das Spiel hinführt. Könnte man überhaupt da in der Nähe so? Da würde doch trotzdem so ein Sog herrschen, oder? Dass man da einfach reingesaugt werden würde. Die sogenannte Druck- und Sogwirkung würde uns das Leben ja schon schwer machen. Boah, wie viele seid ihr denn, ey? Die ersten Gegner hier und schon... Der leuchtet auch noch. Wie so ein Frenzy Flame Dude. Ist jetzt uncool irgendwie. Können wir den irgendwie gesondert wegmachen? Der war gut. Aua. Ich meine, mit unserer Waffe ist es hier halt schon nice, muss ich sagen. Oh Gott, aber wenn wir dumm sind, sind die leider auch böse. Die tun halt weh. Aber halt diese Bestientypen sind allgemein echt ouchy. Gut, dass die das nicht wieder erwarten. Oh, hi.
Schön Trockenleber. Weil normale Leber ja nicht schon fies genug ist. So. Wir haben auch... Ich schwöre, es ist so frustrierend, dass wir von den ganzen Minen und so den ganzen Kram nicht gefunden haben. Wir könnten so viele Dings kaufen. Also jetzt nicht mehr, weil wir ja keine Runden mehr haben. Aber wir könnten hätten so viele Steine kaufen können, um unsere Waffen und so zu upgraden. Aber nein, wir sind nicht in eine Mine gestolpert und so. Also das war schon beeindruckend. Und nicht im positiven Sinne. Oh Gott, hier kommt doch bestimmt irgendein Drache oder so. Sehe ich doch schon. Komm mal mit. Schütz mich. Oh, das sind noch 3 Meter groß, ey. Und trotzdem flink wie ein Lieb. Hast du ihn schon, gesehen, bevor er gespawnt ist? Oh Gott. Lass das mal. Bitte. Oh Gott. Ich dachte, du bist mein Blitzableiter. Meine 3 Meter vor. Oh. Triff doch was. Ich will mich heilen. Ich hätte meine Bubble nehmen sollen. Kann man nicht einfach abhauen? Muss man auf seinen Kopf hauen? Ich will lieber die Füße hauen. Die sind wenigstens in der Nähe. Monster hinter dir. Oh Gott. Jetzt visier den mal nicht an, das bringt uns gar nichts. Aua. Aua. Hätte ich mich sparen können. Wobei, jetzt haben wir wenigstens Live-Rack, ist schon okay. Oh Gott, er macht Zeug. Sein Schwanz hat uns weggeschubst. Das klingt jetzt la 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 la. Nicht richtig. Du mit deinen kleinen Füßen, Mann. Aua! Hast du dir gerade die eigenen Füße abgefackelt, um mich zu treffen? Wild. Oh, der hat gebrochen, glaube ich. Nein. Dreh dich doch nicht. Ich hab's nicht so mitbewegt, wie hier. Der hier ist weggewatscht. Kannst du ihn bitte mit angreifen? Ich möchte. Ja, genau. Guck mal, was hier. Aber wieder dran. Macht das schon ganz gut. Oh, der war. Los. Warum bist du so agil? Du bist doch 5 Meter groß. 10. 20. Jetzt bleibst du wieder. Aha. Easy. Gut gemacht. Abklatschen, los. Sehr gut. Komm halt nicht. So, wo geht's denn lang? Hier irgendwo rein, gell? Gibt's hier noch irgendwas? Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir wollen durchkommen. So, dann schauen wir mal hier. Eine Gnade. Und ein Bestien-Dude. Wir hätten uns hinsetzen sollen. Egal. Oh Gott, da ist ja noch einer. Hm? So. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo was uns... Ah, da ist noch einer. Das sind immer ganz viele. Gibt nie nur einen hier. Nein, die Kamera stirbt. Wetten?
wetten. Okay, gut. Wette verloren. Krass. Dann halt nicht. Aber halbe Stunde ist rum. Pause.